Moin Moin, es freut mich, dass du dir ein Video meines Kanals Mathe ist chillig anschaust. Mein heutiges Thema lautet Brüche mit ganzen Zahlen mal nehmen, nennt man auch multiplizieren, beziehungsweise man nennt es auch vervielfachen mit einer ganzen Zahl. Ja, es ist Video 11 der Reihe zum Thema Bruchrechnung. Ich habe hier oben ganze Zahlen geschrieben. Da stecken natürlich sowohl die natürlichen Zahlen drin, die 0, und die natürlichen Zahlen mit einem Minuszeichen. Ich lasse die 0 und die negativen Zahlen jetzt im Video raus, weil es nicht so üblich ist, die zu verwenden. Aber auch die könnte man nehmen und damit Brüche mal nehmen. Suchst du hierzu das Aufgabenblatt? Dann sieh auf meiner Homepage unter https://www.mathe-ist-chillig.de in einer der beiden Playlisten. Grundschul-Inter Hauptschulabschlussmathe oder Bruchrechnung. Dies ist nun die Aufgabe. Sie besteht aus 5 Aufgabenteilen. Berechne a 2 Siebtel mal 5, b 7 24 mal 6, c 3 2 Drittel mal 4, d 0,79 mal 4, e 0,2 mal 15 und forme die Ergebnisse in die gemischte Schreibweise um, wenn es möglich ist. Vorab eine Information. Wenn ich über dem Gleichheitszeichen diesen Bogen schreibe und darüber eine Zahl, dann heißt das, ich kürze mit dieser Zahl den Bruch. Ja, das habe ich jetzt einfach mal hingeschrieben, damit ihr versteht, was ich da dann mache und das nachvollziehen könnt. Aufgabenteil A. Ich multipliziere 2 Siebtel mal 5, indem ich die 5 mal 2 auf den Bruchstrich schreibe. Ja, und 5 mal 2 ist 10. Ja, und 10 Siebtel, 7 Siebtel ist ein Ganzer. Dann bleiben 3 noch übrig, also ist das 1 3 Siebtel. Schauen wir uns Aufgabenteil B an. 7 24 mal 6. Ich rechne 7 mal 6 4, durch 24. 7 mal 6 ist 42 durch 24. Ja, und hier kann ich jetzt mit der Zahl 6 kürzen. 42 geteilt durch 6 ist 7 und 24 geteilt durch 6 ist 4. Ja, und 7 Viertel, 4 Viertel ist ein Ganzer, dann bleiben noch 3 Viertel übrig, also ist das 1 3 Viertel. Besser ist es so zu machen, wenn ich jetzt hier 7 mal 6 gerechnet habe, kann ich hier an der Stelle schon sofort kürzen. Und zwar mit der Zahl 6. Dann habe ich 6 geteilt durch 6 ist 1, 24 geteilt durch 6 ist 4 und brauche jetzt nur noch 7 mal 1 zu rechnen, ist 7, 4 und dann habe ich hier wieder mein 1 3 Viertel. Schauen wir uns den Aufgabenteil C an. 3 2 Drittel ist ja eine gemischte Zahl mal 4. 3 2 Drittel schreibe ich jetzt erstmal als unechten Bruch. Das heißt, 3 mal 3 ist 9 plus die 2 sind 11 Drittel. 11 Drittel mal 4, wenn ich das jetzt ausrechne, muss ich ja die 4 mit der Zahl im Zehner multiplizieren. Also mal 11, das heißt 11 mal 4 Drittel. 11 mal 4 kann ich ausrechnen, sind 44 Drittel. Ja, 44 Drittel als gemischte Zahl. Ich kann 42 durch die 3 teilen, das sind 14 Ganze. Und dann bleiben noch 2 bis zu 44 übrig, also 14 2 Drittel. Besser kann man es so machen, man multipliziert 4 mal den Ganzen, das sind 3, und 4 mal den 2 Drittel. 4 mal 3 ist 12, 4 mal 2 Drittel bedeutet ja, dass ich wieder die Zahl auf dem Zähler dazu schreibe, ist 4 mal 2 Drittel. 4 mal 2 ist aber 8 Drittel. Ja, und jetzt addiere ich die beiden Brüche noch nicht, sondern ich forme diese Zahl nochmal in eine gemischte Zahl um. 8 Drittel sind 2 2 Drittel, weil 6 Drittel ist ja 2 Ganze und dann bleiben noch 2 Drittel übrig, also 2 2 Drittel. So, und das kann ich zusammenfassen. 12 plus die 2 sind 14, 2 Drittel. Kommen wir nun zu Aufgabenteil D. 0,794 mal 4. Ja, 0,79 ist eine Kommazahl oder man nennt es auch Dezimalbruch. Da da 2 Stellen nach dem Komma sind, kann ich dann das also in Hundertstel überführen. Würde nur eine Stelle nach dem Komma sein,
nämlich 0,7, würde ich das in Zehntel überführen. Würde da hinten noch eine dritte Stelle sein, zum Beispiel 0,793, dann würde ich das in Tausendstel überführen. Das heißt, ich schreibe diese Zahl jetzt hier auf den Bruchstrich und teile dann das durch 100. Also habe ich dann 79 Hundertstel für 0,79. 79 Hundertstel wird mal 4 genommen. Ich multipliziere die natürliche Zahl mit dem Bruch, indem ich sie auf den Zähler schreibe. Also habe ich 79 mal 4 sind 100. 79 mal 4 sind 316. So, und hier an der Stelle kürze ich mit der 4. Das heißt, 100 geteilt durch 4 sind 25 und 316 geteilt durch 4 sind 79. Ja, da 75 durch 25 3 sind, habe ich also 3 ganze und von 75 bis zu 79 sind noch 4 übrig. 4 25. Oder du kannst es auch so machen, ob es jetzt besser ist, musst du selber entscheiden. 0,97 mal 4 bringst du wieder auf 79 Hundertstel mal 4. 79 Hundertstel mal 4 schreibst du dann so wie eben auch. Und hier an der Stelle kürzt du schon. Das heißt, du kürzt hier schon bereits mit der 4. 4 geteilt durch 4 ist 1, 100 geteilt durch 4 ist 25. Das ergibt dann 79 25stel, weil ja 79 mal 1 79 ist. Und das ergibt, wie oben besprochen, 3 4 25stel. Und nun zur Aufgabenteil E. 0,2 mal 15. Hier haben wir den Fall jetzt, dass wir wieder einen Dezimalbruch haben, also eine Kommazahl, wo nach dem Komma nur eine Zahl kommt. Also muss ich diese Zahl in den Zähler schreiben und dann in Nenner die 10 hinschreiben, wie ich es eben schon kurz erklärt hatte. Also 2 Zehntel ist dasselbe wie 0,2 mal die 15. 2 mal 15 schreibe ich auf den Bruchstrich, 2 mal 15 rechne ich aus, sind 30. Ja, und 30 Zehntel kann ich kürzen mit 10. 30 geteilt durch 10 sind 3, 10 geteilt durch 10 sind 1, ja, und 3 Eintel sind 3 Ganze. Oder ich kann es auch so machen. 0,2 mal 15, wieder 2 Zehntel geschrieben, mal 15 und kürze hier schon bereits. Und zwar 2 Zehntel kann ich kürzen mit 2. 2 geteilt durch 2 ist 1, 10 geteilt durch 2 sind 5. Ja, und 1 Fünftel mal 15, da wende ich wieder meine Regel an, indem ich einmal 15 auf den Bruchstrich schreibe. So, und hier sehe ich wieder, dass ich kürzen kann, nämlich mit 5. 5 geteilt durch 5 ist 1, 15 geteilt durch 5 ist 3 und dann habe ich wieder 1 mal 3 ist 3 durch 1, ja, aber 3 Eintel sind 3 Ganze. So, das war es nun mit dem Video. Ich hoffe, du hast etwas gelernt. Ich hoffe, es hat dir geholfen und ich hoffe, dass es dir gefallen hat. Wenn ja, dann würde es mich freuen, wenn du es likest, und solltest du meinen Kanal noch nicht abonniert haben, würde ich mich freuen, wenn du ein Abo dalässt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.